At this time, ladies and gentlemen, we will honor challenger and champion with their respective national anthems. First, the national anthem of the United States of America. National anthem for Ukraine. Gentlemen from O2 Arena Hamburg, K2 Promotions and KMG are proud to present the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBC Heavyweight Championship of the World. Sanctioned by the World Boxing Council, President Jose Suleiman, Supervisor Charles Giles, the BDB, President Thomas Putz, Supervisor Jean-Marcel Nards. At ringside, the three judges scoring this bout will be from Mexico, Manuel Cervantes, from Thailand, Anek Hantongkam, and from Italy, Guido Cavalieri. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee from England, Ian John Lewis. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, from O2 Arena, Hamburg, Germany, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing red with gold trim, official weight, 119 kilograms, professional record, 58 fights, 51 victories, including 45 knockouts, 30 knockouts in the very first round, and he holds a victory over the legendary George Foreman. From Brooklyn, New York, the challenger, former linear heavyweight world champion, former WBO heavyweight world champion, Shannon the Cannon. And fighting out of the red corner, wearing black and gold, official weight, 114 kilograms. Professional record, 42 fights, 40 victories, including 38 knockouts. From Kiev, Ukraine, and Hamburg, Germany, the three-time
heavyweight world champion, the reigning, defending WBC heavyweight champion of the world, Dr. Iron Fist, Vitaly Klitschko. This is the heavyweight championship of the world, and I'm the referee. I spoke to you both in the dressing room. Obey my command at all times. You both know the rules. Watch them heads, kick the punches up. When I shout break, you break clean. And remember, defend yourself at all times. Shake hands. Shake hands. That's good. Der Knockouter, ein WM-Fight mit Volltreffer-Garantien. Es geht um den Titel des World Boxing Councils. Vitaly Klitschko gegen Shannon Briggs. Und was wird der machen? Der Mann aus New York, der angekündigt hat, dass er gleich in der ersten Runde nach vorne geht, der gesagt hat, 30 Sekunden werde ich mir noch Zeit nehmen. Und dann ist der Kampf hier vorbei, aber den ersten Treffer kassiert er. Aber die Rechte von Vitaly Klitschko. Eisenfaust trifft auf Kanonenkugeln. Vitaly Klitschko hat sich stark verbessert, vor allen Dingen auch in der Defensive. Bessere Beinarbeit. Er lehnt sich häufig auch weit nach hinten, ist demzufolge sehr viel schwerer zu treffen und hat dann die Möglichkeit, mit seinem Paradeschlag auch mit der Rechten selbst ins Ziel zu kommen. Das wird Briggs probieren. Im Moment noch wenig. Guter Versuch zum Körpern. Er muss arbeiten, Shannon Briggs, so viel ist klar. Er wird die Führhand schlagen müssen. Er muss Klitschko beschäftigen, wenn er hier all das, was er so vollmündig angekündigt hat, auch umsetzen will. Und die Führhand zum Körper auf jeden Fall eine gute Idee. Kaum Deckung bei Vitaly Klitschko. Handschuhe bei Briggs, er macht sie auf, er versucht damit auch die Schläge von Klitschko möglicherweise abzufangen, ihm dann noch ein bisschen die Wirkung zu nehmen. Ein großer Ring, den sich Vitaly Klitschko hier ausgesucht hat, da ist viel Platz, um den Gegner nach vorne zu drücken, so wie er es jetzt macht. Klitschko im Vorwärtsgang. Briggs schaut, überlegt, wo ist da die Lücke und wie kann ich die nutzen? Er steht noch zu weit draußen, er braucht mindestens anderthalb Schritte, um nach vorne zu gehen und um ranzukommen. Die letzten Sekunden in dieser ersten Runde. Mehr Aktion von Klitschko, seine Runde. A long minute.
Der Weltmeister Vitali Klitschko bringt ein bisschen mehr die Führhand in der zweiten Runde. Das sagt der Cheftrainer Fritz Dunek. Und er hat genickt und gesagt, das werde ich machen. Und bei Shannon Briggs, da wurde gesagt, jetzt musst du mehr Druck machen. Erste Runde sehr verhalten. Man hat so getan, als sei das genau die Taktik gewesen, die man hat boxen wollen. Gut gemacht. Wird ein bisschen frecher, Shannon Briggs, aber er gönnt sich hier dann auch wieder sofort eine Pause, wenn doch eigentlich die Distanz so wieder ist, dass er da ein bisschen mehr machen kann. Aber ist der Weg zu lang für die Rechte, hat man gesehen. Klitschko hat kurz überlegt, soll ich die schlagen, und hat dann gemerkt, nee, so komme ich nicht ins Ziel. Dafür dann der linke Haken. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Klotz, der da vor ihm steht, Shannon Briggs. 119 Kilogramm. Schöne Aktion. Links angetäuscht, die rechte ins Ziel gebracht. Ja, Briggs wartet mehr auf die Führhand von Klitschko, um dann zum Körper kontern zu können. Aber das passiert halt viel zu selten. Und Klitschko schlägt ja auch diese eigenartige Führungshand, die man so in keinem Lehrbuch findet, die nicht gerade geschlagen wird, sondern so ein bisschen als halber Aufwärtshaken. Der hängt da irgendwo in Richtung Knie und kommt dann halb als Haken reingezogen. Man kann diesen Schlag nur sehr schwer kommen sehen. Gute linke wieder. Und gut zum Körper. Die Ecke von Briggs schreit hier viel rein, feiert jeden Treffer oder jede Aktion zumindest, dreht sich gut raus, da war der Weg wieder lang für die Rechte von Klitschko. Er drückt sich gut ab, Briggs weiß, dass er da aufpassen muss und will diesen Schlag zumindest vermeiden, zumindest so oft wie das möglich scheint. Klitschko in den ersten beiden Runden schon ein bisschen aggressiver, als man ihn zuletzt erlebt hat. Wilder Versuch. Also ein sehr lebhaftes Duell. Shannon Briggs aus New York, 38 Jahre alt, kam als Frühchen auf die Welt, wog unter einem Kilogramm damals, jetzt 38 Jahre und 118 Kilo später will er hier seinen großen Traum nochmal wahr machen und diesen grünen Gürtel gewinnen des World Boxing Councils, der nun Vitali Klitschko gehört. Leichte Schwellung unterm Auge von Klitschko. Auch das linke Auge von Briggs schon etwas mitgenommen. Er versucht wieder die rechte. Wieder mit einem Lächeln auf den Lippen zurück in die Ecke. Shannon Briggs wirkt hier sehr selbstbewusst. Vermittelt den Eindruck, als ob er nicht unzufrieden ist mit dem, was hier bislang passiert ist und wie es passiert ist. Gute Rechte und der Konter, gut gemacht von Briggs, abgewartet, dass Klitschko nach vorne geht und dann bei diesem linken Haken durchgekommen, jetzt wieder zum Körper. Also der hat einen Plan. Man will damit auch klar machen, es wird immer gesagt, ich habe konditionelle Schwierigkeiten. Und
das Tänzeln soll natürlich auch zeigen, ich bin hier in Topform. Und die Rechte wackelt nicht, schüttelt noch einmal kurz den Kopf. Klitschko steht noch nicht so hundertprozentig da, wo er stehen müsste, um die Rechte mit voller Spannung und mit voller Kraft ins Ziel bringen zu können. Die Rechte zu zögerlich. Gutes Defensivverhalten auch von Shannon Briggs. Schlägt wieder zum Körper, wird kurz am Hand von Ian John Lewis, dem Ringrichter. Soll aufpassen, dass das dann nicht hinten in die Nieren geht. Gut. Briggs probiert was. Der angesprungene linke Haken. Und man spürt, die Deckung von Klitschko ist doch wieder ein bisschen nach oben gewandert. Wenige Sekunden noch in dieser dritten Runde. Es wird knapper. Weitermachen mit den Körpertreffern. Das ist die Devise in der Ecke von Shannon Briggs. Der Mann, der den Weltrekord hält. 30 K.O.s in der ersten Runde im Schwergewicht ist das ein Rekord. Die 14. Runde. Du stehst nicht gut, hat Fritz Nureck gesagt zu Vitali Klitschko. Muss auch ein bisschen mehr Kraft reinlegen, sonst kann das hier am Ende ja, vielleicht nicht unbedingt schief gehen, aber doch zu eng werden. Man merkt, dieser Shannon Briggs, der hat sich hier wirklich was überlegt. Der ist nicht nur hergekommen, um sich einen Scheck abzuholen. Guter Haken von Klitschko. Das Duell der Knockouter. Ja, Sie haben natürlich auch während dieses Kampfes die Möglichkeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Rufen Sie an 01379 30 30 30. Mehr Infos auf Teletextseite 299. Wild zum Körper. Und da sieht man auch gleich, dass es ganz rot wird an der Körperseite dabei Vitali Klitschko. Der Ringrichter lässt das laufen. Ian John Lewis, 48 Jahre aus England. Für ihn der größte Kampf seiner Karriere. Der Mann ist Gefängniswärter. Briggs arbeitet viel und intensiv und gut zum Körper. Und das Publikum merkt, es kann nicht schaden, Vitali Klitschko hier ein bisschen zu unterstützen. Er macht mehr, er arbeitet mehr in diesen Runden. Und das zählt natürlich am Ende auch auf den Punktrichterzetteln. 10 Punkte bekommt der Sieger einer Runde, 9 der Unterlegene. Es geht um die Anzahl der Treffer, um die Härte. Wer ist der Chef im Ring? Also wer bestimmt denn, was hier im Ring passiert? Das ist natürlich der Mann, der im Vorwärtsgang agiert, meistens im Vorteil. Effective Aggressiveness ist da das Stichwort. Also Effektivität, aber auch Aggressivität. Das ist nicht
Distanz von Vitali Klitschko, so nah dran zu stehen, dann mit den langen Armen versuchen, die Haken ins Ziel zu schlagen. Er steht lieber ein bisschen weiter draußen. Roter Treffer nochmal zum Ende dieser vierten Runde und damit wird er dann diese Runde auch für sich entschieden haben. Es kommt die fünfte Runde hin und beim World Boxing Council gibt es das sogenannte Open Scoring. Da wird dann durchgesagt, wie die drei Punktrichter den Kampf bis hierher gewertet haben. Manuel Cervantes, Anek Hongtongkem und Guido Cavalieri. Und alle haben alle vier Runden zugunsten von Vitali Klitschko gewertet. Also 40-36 auf allen drei Punktrichterzetteln. Aber der Kampf ist meines Erachtens enger, als dass diese Punktrichterwertung im Moment vermuten lassen. Klitschko mit einem bösen Blick nochmal zum Ende der letzten Runde. Also es wird hier intensiver. Und Briggs muss da vielleicht ein bisschen noch mehr schlagen, um auch die Punktrichter noch mehr von sich zu überzeugen. Aber bislang ein guter Kampf. Und er verfolgt konsequent diese Linie, viel zum Körper zu gehen. Diese Körpertreffer nehmen natürlich der Vitali dann auch ein bisschen die Luft. Wladimir Klitschko schaut hin, wirkt auch angespannt, etwas angespannter als sonst. Und boxt mit und coacht mit und wüsste natürlich, was er jetzt versuchen würde. Aber da muss sein Bruder nun alleine durch. Da steht wieder zu nah dran, Vitali, und der Treffer kommt von Briggs. Gefährliches Spiel. Es kommt die Rechte voll durch und der Kopf von Briggs, der wackelt sich mal einen Millimeter zurück. Er hat den Treffer voll kassiert, keine Wirkung gezeigt. Oh, das war tief. Und da kommt auch sofort der Ringrichter und zeigt das an, muss aufpassen. Wieder ein bisschen zu sehr in den Rücken geschlagen. Ja, das sind so Tricks, man sagen kann, am Rande der Legalität. Aber Briggs wird sagen, wenn der Ringrichter nichts dagegen sagt, dann kann ich das probieren. Guter Treffer von Klitschko. Aber warum setzt er dann da nicht nach? Das wären jetzt auch Möglichkeiten, Briggs noch mehr unter Druck zu setzen. Der braucht viele Verschnaufpausen zwischendurch. Und wenn man ihm die nicht bietet, dann bekommt er immer größere Probleme. Guter Treffer. Ein interessanter Kampf, auch in dieser fünften Runde. Keine Pause. Guter Treffer von Vitali Klitschko und das war aus der letzten Runde die beste Runde, auch möglicherweise, die er hier in diesem Kampf gezeigt hat. Aber auch bei Briggs ist noch einiges an Gegenwehr da. Und er muss schon ein bisschen massiert werden zwischendrin. Da war auch schon die Vermutung, dass möglicherweise die Arme noch ein bisschen schwerer werden. Aber sagt, ich arbeite genau so weiter. Man will weiter den Körper von Klitschko bearbeiten. Zögerlich die Linke, um den Gegner zu locken, aber sobald er sich dann ein bisschen da aus der
Fanzone bewegt, trifft dann halt der nächste Schlag nicht. Wieder die rechte Front, Hitch-Goal und nochmal. Und dann versucht Briggs den Konter. Und die stehen gut da und die sind sehr aktiv und die probieren was. Kein Klammern, kein Halten, wenig Arbeit für ihn, John Lewis. Jetzt mal in dieser Szene zwei kleine Ermahnungen, die er da mal hat aussprechen müssen. Aber ansonsten ein guter Kampf in der Königsklasse, in der Stadt, in der ja für Klitschko als Profi alles begann. Die Rechte mit Ansagen. Aber Briggs nimmt diese Treffer, zeigt kaum Wirkung. Hat weitestgehend ungezeichnet. Zu Beginn hatten beide mal eine Minischwellung unterm Auge, aber da ist nichts schlimmer geworden. Klitschko nimmt Maß, trifft immer besser, immer häufiger. Rechte, wenig Gegenwehr von Briggs, der muss mehr schlagen. Passiert hier wieder links, rechts. Der Mann aus genau dem Viertel, aus dem auch Mike Tyson stammt, aus dem auch Riddick Bowe kommt in New York. Das ist ja auch bekannte ehemalige Schwergewichtsweltmeister. Gut, der linke Haken voll an den Kinnwinkel und Briggs schüttelt einmal den Kopf, sagt, so schlimm war es nicht, aber wiederum eine klare Klitschko-Runde, der immer deutlicher trifft. Familie Klitschko, Frau Nathalie links im Bild. Und da war auch die Freundin von Wladimir zu sehen. Guter Treffer von Klitschko. Ja, Sohn Igor Daniel, der ja zuletzt beim Kampf seines Onkels Wladimir mit dabei sein durfte. Der muss heute zu Hause bleiben. Da hat Vitali gesagt, nee, bei mir, da darf man auch nicht zuschauen. Da sind wir alle dann am Ende zu angespannt. Denn er hatte schon die Vermutung, dass das hier ein hartes Stück Arbeit wird und das ist es auch, auch wenn er nach Punkten deutlich vorne liegt. Kinnwinkel. Oder Kinnspitzen und natürlich Schläfe. Das sind so die K.O.-Punkte. Wenn wir uns nochmal daran erinnern an die Erklärung vorhin, an denen Vitali hier arbeitet. Im Moment sich so ein bisschen abarbeitet, hat man den Eindruck, trifft und sich vielleicht auch ein bisschen wundert, warum dann nicht mehr passiert. Und Briggs geht viel zum Körper, selten zum Kopf. Hier kurz reklamiert, dass da der Schlag von Klitschko ein bisschen auf den Hinterkopf gelandet sei, aber er hat sich auch weggedreht. Ian John Lewis hat da gar nichts zu gesagt. Oh, wieder wild. Ja, aber wenn so ein Schwinger mal durchkommt. Rote Rechte nochmal. Im Hintergrund boxt Wladimir mit und zeigt an, jetzt nochmal die Rechte. Dann kannst du den Kampf möglicherweise hier beenden. Und Vitali spürt das auch und er will auch weitermachen. Briggs atmet tief. Linker Haken nochmal links. Eine Minute noch in dieser siebten Runde. Abgeblockt der Schlag. Puh.
Gute Aktionen von Klitschko. Ja, hat sich darauf vorbereitet, dass da wieder möglicherweise die Rechte kommt. Dann sieht er die Schulter hoch, also er verteidigt sich ganz gut. Dann irgendwann den Ellbogen dazwischen oder die Schulter. Auf jeden Fall den sehr massiven Arm einfach hochgezogen. Wieder die kurze Person nehmen kann. Ja, nicht stehen bleiben. Letzten Sekunden der siebten Runde. Und der Kampf wird beinahe von Runde zu Runde besser, attraktiver. Wieder wackelt Briggs. Und da kam der Gong. Wir nähern uns dem K.O.-Versprechen von Vitali Klitschko. Shannon Briggs, wie wurde schon gesagt, du musst jetzt einfach alles reinwerfen. Wenn du so viele Treffer kassierst, wirst du nicht über die volle Zeit kommen. Und wie ist das, so einen vollen Treffer von Klitschko zu kassieren? Eine volle Gerade, ein Auffahrunfall im Auto bei Tempo 35, unangeschnallt, wohlgemerkt. Und daran hat er einige kassiert, der gute Shannon Briggs, oder muss man sagen, der Arme. Wieder der linke Haken. Klitschko spürt, da ist nicht mehr viel Gegenwert da. Aber er weiß auch, Briggs bleibt brandgefährlich. Der wird noch einen Schlag versuchen. Einen dieser oft zitierten Lucky Punches, der dann vielleicht trifft und auf einmal den Kampf dreht. Kann er punkten, kann er hier nichts mehr gewinnen. Die rechte, gut vorbereitet mit dem linken Haken, jetzt der rechte Haken. Wieder und nochmal. Es sind nicht die schnellsten Schläge, die Klitschko im Repertoire hat, aber sie treffen klar und deutlich. Und so, dass Briggs keine Chance hat, irgendeine Abwehrreaktion zu zeigen. Also spätestens jetzt spürt er sein Asthma. Wieder gute Treffer. Nochmal. Er schüttelt wieder den Kopf, aber was hat er hier noch vor? Was kann er wirklich noch probieren? Schafft es immerhin, dass die rechte von Klitschko nicht immer voll ins Ziel kommt. Er blockt sie ein bisschen ab. Er nimmt ihnen die Wirkung diesem wuchtigen rechten Schlag. Was wird jetzt die Taktik sein von Shannon Briggs? Wird er versuchen zu überleben, also über die Zeit zu kommen? Dann darf er sich nicht erlauben, so viele Treffer hier zu kassieren. Da müsste er mehr weggehen. Wiederum eine klare, eine deutliche Klitschko-Runde. Double jab, right hand down, hook up top. And then go back to your right side. Stay away from this fucking right hand. Weggehen von dieser rechten. Du darfst diese rechte nicht weiter kassieren. Das Problem ist, wenn er weggeht von der rechten, dann kommt die linke von der anderen Seite. Also
Das alleine wird möglicherweise nicht helfen, um diesen Kampf hier noch zu wenden, wenn das denn überhaupt möglich ist. Es ist die 9. Runde und alle Runden bislang gingen an Vitali Klitschko. Also Rechenspiele braucht man keine mehr anzustellen. Briggs braucht den K.O.-Sieg. Und das gegen einen Mann wie Vitali Klitschko, der noch nie in seiner Profikarriere am Boden war. Briggs versucht auch nicht zu klammern, versucht auch nicht dadurch den Kampf zu unterbinden und möglicherweise weniger getroffen zu werden oder dann einfach näher dran zu sein an den K.O.-Punkten bei Vitali Klitschko, sondern er steht da in der Distanz und versucht zumindest mitzuboxen. Aber man kann ihm die Müdigkeit ansehen. Von Briggs. Die hat er da vorne vor seinem Kinn hängen. Abschussbereit, er wartet drauf. Jetzt wird Ian John Lewis ein bisschen lauter an die Adresse der Ecke von Shannon Briggs, an Hermann Caicedo, den Cheftrainer, und auch an Eddie Mustafa Mohammed, einen Ex-Weltmeister im Halbschwergewicht, die da stehen und die sehr laut, viel zu laut reinrufen. Und da traf dann der Ringrichter durchaus mahnend tätig werden. Aber letztlich geht es ja auch um viel. Und wenn man da ein bisschen auch bei den Trainern merkt, dass das Adrenalin nach oben geht, ist es auch nicht wirklich schlimm. Er kann die Treffer nicht so ganz verhindern, aber er kann die klaren Treffer etwas besser verhindern. Shannon Briggs. Boxen ist ja ein Millimeterarbeit. Und ein bisschen Beweglichkeit im Oberkörper kann da schon helfen, diesen Schlägen die ganz harte Wirkung zu nehmen. Jeder kommt die Rechte durch. Er darf nicht stehen bleiben. Vitali hat noch 17 Sekunden in dieser 9. Runde. Wieder die linke und die rechte. Schwere Treffer gegen Shannon Briggs. Die letzten Sekunden. Gute Runde für Klitschko. Stop getting hit with that right hand. You see it coming, don't you? No. Okay. Stop getting hit with that right hand. Siehst du die Schläge kommen? Und da fragt auch der Ringrichter gerade, willst du noch weitermachen, bist du noch fit? Und er hat gesagt, na klar, das haben sie ihm deutlich gehört. Also er ist noch voll da. Keine Spinnweben im Großhirn nach diesen harten Treffern, die er da kassiert hat. Und er hat ihm nochmal mitgegeben, schlag alles, was du hast. Bring die Rechte, du musst Klitschko unter Druck setzen. Aber das gelingt zu Beginn der 10. Runde schon mal nicht. Wieder gleich guter Treffer von Klitschko. Schafft es Briggs über die volle Distanz? Gelingt ihm hier das Wunder von Hamburg? Aber schafft es doch Klitschko noch hier den vorzeitigen Sieg rauszuboxen? Er, der ja der Zermürber ist, genau wie er es jetzt wieder macht. Der Chirurg, der dran arbeitet, der mit Nadelstichen langsam aber sicher den Gegner für den K.O. vorbereitet. Viele K.O.-Siege erst in den letzten Runden, wenn die Gegner nicht mehr dagegen halten konnten, konditionell wegen des großen Drucks dann irgendwann nicht mehr in der Lage waren,
ja, immer noch hochzuhalten oder einfach nicht mehr aufmerksam genug waren. Klitschko versucht es wild. Und immer wieder wackelt Briggs, stolpert, kriegt die Rechte. Kann die Handschuhe nicht mehr hochnehmen, ist schwer mitgenommen. Es gibt Trainer, die würden ihren Boxern möglicherweise in so einem Moment aus dem Kampf nehmen. Und würden sagen, er kassiert zu viele harte Treffer. Er schlägt nicht mehr zurück. Er scheint noch einigermaßen klar zu sein, aber es könnte sich niemand beschweren, wenn man diesen Kampf abbrechen würde. Zu klar, zu eindeutig ist das hier mittlerweile eine Vorführung. Klitschko trifft, wie er will. Und nochmal rechts und links. Briggs redet, spricht möglicherweise mit Vitali, möglicherweise zu einer Art Selbsthypnose. Komm, du schaffst das. Reden ist die eine Sache. Weggehen wäre die bessere Alternative. Zu tief. Ich bin mir sicher, Vitali Klitschko fragt sich auch, mein lieber Mann, was kann der wegstecken? Er war schon einige Male am Boden, Shannon Briggs. Aber hier hält er gut durch. Vor wenigen Sekunden und er hat auch diese Runde überstanden. Wieder kommt die Rechte. Gerade war wieder Ian John Lewis, der Ringrichter, in der Ecke bei Briggs und hat gesagt, noch so eine Runde schaue ich mir nicht an, du musst das machen, sonst breche ich den Kampf ab. Also das ist schon mal die Vorwarnung, wegzugehen, irgendwas zu machen, das ist nicht mehr gesund, was hier passiert. Und auch die Ecke könnte da ein Einsehen haben, die allerdings fordert hier weiterhin druckvolles Boxen von Shannon Briggs, das was er seit mehreren Runden überhaupt nicht mehr umsetzen kann. Also man kann auch nur sagen, großes Glück hat der, der einen guten Trainer hat, der da auch das Augenmaß behält und nicht aus falschem Ehrgeiz glaubt, man muss das hier mit vielen weiteren harten Schlägen irgendwie zu Ende bringen. Er schlägt ja gar nicht. Er kann ja den Lucky Punch gar nicht landen, wenn er es nicht zumindest mal probiert. Und das ist langsam. Und in so einer Situation, wenn man dann den Volltreffer kassieren würde und Shannon Briggs heißt, dann kann es zu größeren gesundheitlichen Schwierigkeiten kommen, wenn die Reflexe nicht mehr da sind. Also das wäre dann ein blaues Auge möglicherweise für den Boxsport. Warten wir es ab, was hier passiert. Wieder kommt die Rechte durch. Nasenbluten bei Briggs, der kämpft hier mit offenem Mund. Das gilt auch für Vitali Klitschko, der das aber immer macht. Schon eine angeborene Atemtechnik, wie Cheftrainer Meistermacher Fritz Dunek das beschreibt. Klitschko hält sich auch ein bisschen zurück. Wartet jetzt vielleicht auch auf diesen einen Volltreffer, dass er hier den klassischen K.O. schaffen kann. Kombinationen wie in der letzten Runde hätten möglicherweise das gleiche Ergebnis, denn wie gesagt, der Ringrichter hat ja schon angekündigt. Kriegst du noch mehr so harte Treffer, dann mache ich dem Kampf hier ein Ende. Stand Klitschko nah dran und wundert sich, dass Briggs doch noch zurückschlägt. Da war die Rechte kurz und trocken. Und in dem Moment wird Briggs wahrscheinlich nochmal an den Kampf gegen Sergej Ljakovic denken, als es um die Weltmeisterschaft der WBO ging und er in der letzten Runde den Kampf noch drehte und gewann. Und zwar durch einen spektakulären Knockout.
go. Put it out there. Er fightet Shannon Briggs, zumindest mit sich selbst. Er will hier durchhalten, aber er macht wenig. Zu wenig, um hier eine Runde zu gewinnen, zu wenig, um die 11. Runde zu gewinnen. Gerade genug, um den Ringrichter davon abzubringen, den Kampf hier abzubrechen. Ein trauriger Blick und die Motivationsversuche von Hermann Cresido, naja, war doch eine etwas bessere Runde. Eine etwas bessere Runde. Wenn lieber Mann, waren keine 30 Volltreffer, die er kassiert hat, sondern nur noch 28. Aber wenn das schon die Wertungskriterien sind. Gute Aktion hier. Die rechte und das kurze Zucken. Vitali überrascht, dass da auf einmal ein Treffer ins Ziel kam. 33 Amateurkämpfe bei Shannon Briggs. Und diese Amateurerfahrung, der Unterschied in dieser Amateurerfahrung, den merkt man auch in solchen Momenten, in solchen großen Kämpfen. Vitali Klitschko, 210 Mal stand er als Amateur im Ring. 195 Siege. Seinen ersten Kampf als 13-Jähriger, den hat er noch verloren. War sich danach deutlich verbessert. Viele haben gedacht, dieser Shannon Briggs, der ist schon längst über alle Berge. Da wird es schnell probieren in der ersten Runde und wird danach schnell müde. Aber immerhin hält er durch. Wir sind in der 12. in der letzten Runde. Das Duell der Knockouter. Und was hat Vitali eingangs erwähnt? Ich verspreche den Knockout, dann wird es jetzt Zeit, in den nächsten 3 Minuten dieses Versprechen auch zu halten. Es wäre dann möglicherweise immerhin ein Achtungserfolg für Briggs, wenn er hier doch noch über die Zeit käme. Oder er hat noch irgendetwas Überraschendes im Köcher. Schön. Briggs wartet auf die Rechte, kassiert die Linke. Und wenn er sich versucht, die Linke zu verteidigen, packt Vitali wieder die Rechte aus. Die Ecke von Briggs fordert den rechten Cross. Also, wenn Klitschko schlägt, die Rechte drüber schlagen. Aber wenn man solche Treffer kassiert, wie soll man das dann machen? Wieder guter Treffer, wieder die Geschichten, die Briggs erzählt. Hört Vitali Klitschko dazu oder irritiert ihn das ein bisschen? Was nimmt dieser Shannon Briggs? Volltreffer, Volk auf Volltreffer. Da kann man die ewige Diskussion führen. Heißt das nun Nehmerfähigkeit, weil er eben viel wegstecken kann, oder ist das eine Nehmerqualität? Ist das eine Qualität, so zu boxen, so viel Treffer wegstecken zu können? Gesund ist es mit Sicherheit nicht. Noch 30 Sekunden. Und da war die Rechte, die den Lucky Punch hätte bedeuten sollen, aber sie kam zu langsam. Klitschko trifft wieder, wie er will. Noch 10 Sekunden.
Das Duell der Knockouter endet ohne Knockout. Aber es endet ein guter Kampf auf hohem Tempo. Mit vielen harten Treffern. Und er endet mit respektvollen Gesten im Ring. Da ist viel vorher gesagt worden. Und dann ging Shannon Briggs gerade rüber und hat ihm auf die Schulter geklopft und hat gesagt, hast du sehr gut gemacht, Vitali Klitschko. Also er, der große Außenseiter, Shannon Briggs. 7:1, habe ich nochmal gesagt. Ist er hier im Hintern treffen, aber hat das am Ende gut gemacht. Viel zu viele Treffer kassiert, wie gesagt. Man hätte sich nicht beschweren können, wenn man den Kampf früher abgebrochen hätte. Klitschko konnte das Versprechen des Knockouts hier nicht einlösen. Wieder über die volle Distanz gegangen. Timo Hoffmann, Kevin Johnson, nun also auch Shannon Briggs. Klitschko bleibt Weltmeister des World Boxing Council. Ein hartes Stück Arbeit in seinem 13. WM-Fight. Mehr möglicherweise, als er sich selbst vorgestellt hat. Wirkte sehr locker im Trainingslager im Stangelwerk in Going bei Kitzbühel. Wir sind gleich zurück mit der Siegerehrung. Die Klitschko-Party kann weitergehen. Und Cheftrainer Fritz Dunek hat ja gesagt, es gibt nur noch eine Sache bei Vitali Klitschko, bei Dr. Vitali Klitschko zu verbessern, und das ist seine Unpünktlichkeit. Dunek hat gesagt, das wird für ihn die Lebensaufgabe bleiben, seinem Schützling das dann abzugewöhnen. Es bleibt bei 38 K.O.-Siegen. Es war der 41. Sieg. Deutlich, deutlichst. Wir werden gleich das Urteil hören, aber da wird keine Runde an Shannon the Cannon vergeben worden sein. Möglicherweise sind wir 10:8 Runde dabei, auch ohne Niederschlag, denn da kam zum Teil so wenig Gegenwehr. Also wir freuen uns mal zu hören, welche Zahlen denn die drei Punktrichter da errechnet haben. Michael Buffer, bitte. Ladies and gentlemen from O2 Arena Hamburg, we go to the official scorecards. Victor Cervantes and Guido Cavallari both scored about 120 to 107. Anik Hongtongkam scores at 120 to 105. All three scores go to the winner by unanimous decision. And still, WBC heavyweight champion of the world from Kiev and Hamburg, Dr. Iron Fist Vitali Klitschko. 10:8 Runden dabei, also eine ganz, ganz deutliche Sache zugunsten von Vitali Klitschko. Aber dennoch, ein hartes Stück Arbeit, die K.O.-Quote von Vitali Klitschko ist von 95% auf 92% gesunken. Aber das wird ihn mit Sicherheit nicht so wirklich stören. Hören wir mal, was er zu sagen hat, der Champion, der alte und der neue Weltmeister Vitali Klitschko im Interview bei Kai Ebel. Okay. Wir warten den Applaus natürlich nur ab. Bei mir sind sie alle beide, Shannon Briggs und Vitali Klitschko. Fairerweise sollten wir das Interview dann auch auf Englisch machen. So we're going to do it in English for both of you. I think it's quite fair. Start with the winner, Vitali. Beginnen wir mit dem Sieger, Vitali. Das war wirklich ein harter Kampf. Waren Sie irgendwann zwischendrin vielleicht auch mal überrascht, dass diese K.O.-Buchstaben... K.O. sind ja nicht gefallen, obwohl es waren selten so viele Volltreffer in einem so harten Kampf. Alle zuerst, ich möchte mich ganz herzlich für eine sehr tolle Unterstützung bedanken. Heute ist ein guter Tag für Hamburg. HSV, HSV hat gewonnen, St. Pauli hat gewonnen. Ja, und habe ich auch sehr viel Mühe gegeben. Und ja, Gott sei Dank werde ich als Sieger Ring verlassen. Noch einmal, Dankeschön, Hamburg. So Shannon, a great, great brawl today, and I mean. Shannon, das war wirklich eine harte Schlacht. So viele Treffer haben wir gesehen. Wie konnten Sie das alles durchstehen? To be honest with you,
Also ich muss sagen, ich habe gegen George Foreman, gegen Lennox Lewis gekämpft. 57 Gegner insgesamt, aber das war wirklich, glaube ich, mein bester Kampf. Besser als der gegen Foreman, besser als der gegen Lewis. Und ich habe den besten Mann mir gegenüber gesehen, gegen den ich je geboxt habe. Der hat so schnelle Hände, der ist so beweglich, der hat so viel Power. Also Foreman hat mich getroffen und Klitschko hat mich getroffen und Klitschko ist definitiv der, der härter schlägt. Der ist in einer super Form. Der sollte wirklich in die Hall of Fame kommen. Da gehört er hin und er ist wirklich ein ganz, ganz toller Kämpfer, ein toller Gentleman. Also ich schulde ihm wirklich Respekt hier in Deutschland. Das war wunderbar, hier zu kämpfen. Ich liebe Deutschland. That's a good one. And can you say maybe because we are in Hamburg? Ja, wir sind ja hier in Hamburg. Können Sie vielleicht sagen Hummel Hummel? Sorry. Entschuldigung. If you just can say that's in Hamburg, very famous. Hummel Hummel. Hummel Hummel. Well, I just want to say. Perfect. I just want to say to all the people. Also ich darf den Leuten hier in Hamburg wirklich sagen. Ich habe hier gegen einen Champion geboxt, dem gehört der Respekt und man muss wirklich sagen, die Klitschkos und die ganze Gruppe, die das hier organisiert haben, das war wirklich toll. Wladimir hat mir auch Respekt entgegengebracht. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal wiederkommen zu einem Kampf. Ich doch noch wiederbekommen habe. Ja, Vitali, Sie haben ihm so ziemlich alles an den Kopf geworfen, was es im Boxsport gibt. Da habe ich alle möglichen Schläge gesehen. Es waren harte Schläge dabei. Wie sehr tun Ihnen denn die Hände weh? Es ist richtig, tut weh. Aber ich bin sehr überrascht. Eine wahnsinnige Nehmenqualität habe ich gesehen. Noch ein bisschen, denke ich mal, jetzt. Jetzt den Kampf mit dem Schlag geht er runter. Nein. Oh mein Gott, denke ich mal, die Hand ist tut weh. Aber er bleibt stehen. Eine wahnsinnige große Herz und möchte noch einmal einen Applaus von Sharon Briggs. Das ist richtig großer Respekt. Dankeschön, Vitali, noch ganz kurz. Wir haben ganz kurz überlegt, die Frage, hätte der Ringrichter vorher vielleicht schon abbrechen müssen, aus Ihrer Sicht? Hätte der Ringrichter den Kampf vorher vielleicht schon stoppen müssen, aus Ihrer Sicht? Das war ganz eng. Ich denke mal, ich werde nicht bevaltig reinspringen. Ich werde jetzt abwarten, jetzt er kommt. Und er ist gekommen. Der Schlag ist richtig hart getroffen, genau in den Kopf. Bleibt stehen. Ja, das ist meine Quote. Eine K.O.-Quote ein bisschen runtergestiegen, aber trotzdem eine große Erfahrung für mich und großer Respekt von Nehmen Qualität. Wahnsinn, habe ich nicht erwartet. Man kann solche Schläge reinstecken. Vitali, ist nicht schlimm. Wir haben alle viel Spaß gehabt. War ein Riesenkampf. Vielen Dank, Vitali Klitschko. Spasiba. And thank you very much, Shannon Briggs. Great performance. Thank you so much. Und jetzt haben wir die Männer gehört. Jetzt wollen wir auch mal die Frauen hören. Und wo sollen die anders sein als bei Nazan Ekes? Genau, neben mir ist die Frau, die nachher die Hände von Vitali Klitschko verarzten wird. Natalie Klitschko, ein sehr, sehr aufregender Kampf. Was möchten Sie Vitali und seinen Fans sagen? Ja, das war ein faszinierender Kampf und ich eröffne meinen Mann wieder und wieder und jedes Jahr ist wie ein reifes Wein besser und besser und das war einfach ein unglaublicher Kampf und war, ich meinte, einer von besten Kampf. Aber der Gegner, muss ich auch sagen, das war super toll, super Sportler. Und Vitali, ich liebe dich! Ich glaube, schöner hätte man das jetzt gar nicht sagen müssen. Ganz kurz jetzt noch, wir haben zu Beginn diese wunderschönen Familienaufnahmen von Ihnen gesehen. Werden Sie jetzt noch hier feiern oder geht es sofort zu den Kindern? Habe ich die Frage nicht verstanden, nicht gehört. Werden Sie hier feiern oder geht es gleich nach Hause zu den Kindern? Ja, doch ein bisschen mit Freunden werden wir bleiben und danach natürlich sofort nach Hause und Kinder drücken und umarmen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch nochmal an Vitali Klitschko. Dankeschön. Ja, wunderschön zu sehen. Die Emotionen da unten am Ring und die Reaktion, die Äußerung seiner Frau, aber auch was die beiden
Fighter sich da im Ring noch gesagt haben. Aller Ehren wert, diese 12 Runden, die wir da gesehen haben heute. Wirklich was ganz Besonderes. Wir sind hier oben wieder in unserem Studio, Luan Krasnitschi und ich. Luan Krasnitschi muss ich eigentlich richtig sagen. Das ist für mich relativ schwierig. Also ist richtig, gell? Ist Krasnitschi. Richtig, ja. Genau. Okay. Und Vitali Klitschko verlässt die Halle zu Hell's Bells von AC/DC. Seine Einmarschmusik auch. Und die Menschen hier sind zufrieden. Und wir, glaube ich, können gemeinsam erstmal ihn loben, oder? Also, das ist richtig. Ja, das hat er alles richtig gemacht. Das